Noch ist es vergleichsweise still hier im Postpalast in München. Doch das wird sich sehr bald ändern. Um 19 Uhr beginnt die Gala für die Verleihung des Deutschen Computerspielpreises. Wir von der Querschrift sind wie immer für euch am Puls der Zeit, um zu berichten. Seit 2009 wird der größte europäische Preis im Bereich Gameentwicklung verliehen. Alljährlich trifft sich beim DCP das Who is Who der kreativen Designer. Aber wie ist es eigentlich zu diesem Preis gekommen? Ja, Mitte der 2000er Jahre gab es eine heftige Debatte über die sogenannten Killerspiele und man sollte alle Spiele verbieten. Und da haben wir gedacht, das kann man nicht machen. Es ist eine Kulturfrage, dass es jetzt Spiele gibt, nachdem es früher Fernsehen gab und Filme gab. Und wir müssen sozusagen das Kulturgut Spiel retten. Und wir müssen auch dem positive Elemente abgewinnen. Da haben wir gesagt, wir wollen einfach eine positive Komponente schaffen, indem wir sagen, wir loben einen Preis aus von Seiten des Bundes gemeinsam mit der Wirtschaft, um die Spiele auszuzeichnen, die eben besonders wertvoll sind, die besonders gut sind, die tolle Technik haben, die neue Elemente haben, die aber auch vielleicht pädagogisch interessant sind. In den letzten Jahren riss die Debatte um Computerspiele als Kulturgut kaum ab. Ein Zenit des Eklats war bei der Verleihung vor 2 Jahren, als der Ego-Shooter Crysis 2 des deutschen Entwicklers Crytek den Preis als bestes Computerspiel abräumte. Aber müssen diese Spiele immer einen pädagogischen Mehrwert besitzen, um als ebenso künstlerisch wertvoll wie ein Film oder ein Buch zu gelten? Die Redner ließen es sich nicht nehmen, darauf den ein oder anderen Seitenhieb zu geben. Schließlich sind wir hier nicht bei irgendeinem Film- oder Musikpreis, sondern beim Computerspielpreis. Ich habe jetzt. Dabei sind selbst prominente, eingefleischte Computerspieler. Also ich bin eher so der Strategy-Mensch. Also ich spiele alle möglichen Strategy-Games. Also infiziert ursprünglich mal von der ersten Version von Civilization und so ging es dahin. Zurück zu den Ego-Shootern. So war die Fortsetzung Crysis 3 aus dem Hause Crytek auch heuer unter den Nominierten zum besten Computerspiel 2014. Ebenfalls fanden sich darunter Tiana Sisters, Twisted Dreams aus dem Hause Black Forest Games und das Point-and-Click-Adventure The Inner World von Studio Fizbin und Head Up Games. Und wer machte das Rennen? Der Gewinner des Deutschen Computerspielpreises 2014 in der Kategorie Bestes deutsches Spiel geht an The Inner World. Für eine weitere Überraschung sorgte die Kategorie Bestes Serious Game. Und die Mitglieder der Jury haben sich in diesem Jahr dazu entschlossen, in dieser Kategorie keinen Preis zu vergeben. Stattdessen gab es einen Sonderpreis für das Text-Adventure The Day the Laughter Stopped, das sich einem Thema widmet, bei dem keinen mehr zum Lachen zumute war. Jede vierte Frau wird in ihrem Leben Opfer sexueller Gewalt. Bei Männern habe ich kürzlich was von jedem Sechsten gehört. Das sind 20% unserer Mitmenschen und trotzdem kommen im Endeffekt 97% aller Täter völlig ungestraft davon. Ein verdienter Sonderpreis. Fröhlicher waren die Studenten der Fachhochschule Hamburg. Ihr 3D-Open-Adventure-Scherbenwerk, Bruchteil einer Ewigkeit, konnte für sich den Platz als bestes Nachwuchskonzept einheimsen. Wir werden natürlich versuchen, Scherbenwerk jetzt voranzutreiben. Durch diese Förderung haben wir jetzt eine gute Chance dazu. Und wir müssen jetzt halt noch abchecken, was wir für Möglichkeiten haben. Das Preisgeld ist zwar erstmal viel, aber natürlich noch nicht alles. Da hängt ja noch viel dran, deswegen müssen wir halt schauen, ob wir vielleicht einen Publisher finden oder sowas. Genau, wir werden uns jetzt zusammensetzen und die Möglichkeiten prüfen. Wir fänden es super schade, wenn das Projekt in der Schublade landen würde. Deswegen schauen wir uns an, was wir machen können und wir wollen es wirklich machen. Wir haben Lust auf das Projekt und wenn es dann klappt, dann freuen wir uns, glaube ich, alle. Kannst du sein, kannst du schaffen, ganz allein, ganz egal.
alteingesessene Profis der Spieleentwicklung, Newcomer und die Fans der Spiele hatten ihren besonderen Abend beim Deutschen Computerspielpreis 2014, der in den nächsten Jahren hoffentlich weiter an Bedeutung gewinnen wird. Also Leute, wie ich euch versprochen habe, wir haben die besten Bilder gesammelt. War ein harter, harter Abend. Und deswegen werde ich mich jetzt erstmal ein bisschen unter das Volk mischen. In dem Sinne, cheers!